Herzlich willkommen zusammen zu dieser neuen Folge von Siedler 5, das Erbe der Könige. Wir befinden uns auf der Karte der Konflikt. Und ich probiere mal wieder was Neues bezüglich des Tons. Ich hoffe, dass die Soundeinstellungen diesmal ein bisschen anders sind. Ich nehme jetzt einfach über eine externe Tonspur auf und mit einem externen Programm über einen anderen Weg und gucke, ob, wenn ich das hinterher zusammenschneide, dann was Vernünftiges bei rauskommt. Wäre schön. Ich werde natürlich trotzdem hier über die volle Distanz gehen und gucken, was dabei passieren könnte. Und ja, ich hoffe einfach, dass das was Gutes bei rumkommt und nicht irgendein Mist. Kann ich aber natürlich vorher noch nicht mit Sicherheit sagen, ist ja klar. Wissen wir nicht. Gut, bei uns läuft es auf jeden Fall sehr schön hier. Die ganze Siedlung ist wunderbar am Florieren, ist alles ausgebaut. Wir haben alle Leute auf der besten Stufe. Wir können theoretisch unsere Aberlästenschützen noch ein bisschen weiter aufwerten. Und es fehlt uns ein Wohnhaus für einen Bauern. Mhm, okay. Ja, komm, dann schaffen wir mal Abhilfe und bauen einfach aus. Okay, dann hat der es ein bisschen leichter. Ja. Also eigentlich sehr schön. Ich hoffe, dass... Oh, hier ist alles weg jetzt. Ich hoffe tatsächlich, dass das hier nicht wieder ein Chaos wird mit dem Ton. Und ich werde... Ich weiß es nicht. Ich bin ja echt schon mittlerweile ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte. Ich habe ja... Ich weiß nicht, was ich schon alles probiert habe, aber ich habe einzelne Tonspuren erzeugt. Ich habe das Schnittprogramm angepasst. Ich habe das Audioformat angepasst. Ich habe das Dateiformat der Aufnahme allgemein angepasst. Ich habe verschiedene Video-Umwandlungsprogramme vorher benutzt. Ich habe... ja, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist wieder mit Fraps aufzunehmen. Ich könnte ja mit Fraps aufnehmen, aber wenn ich mit Fraps aufnehme, muss ich danach die Videodatei einmal umwandeln, wodurch dann ein Bildqualitätsverlust kommt. Dann kann ich sie erst importieren in mein Schnittprogramm und dann kann ich mit dem Schnittprogramm arbeiten. Ja, also sehr umständlich. Und das, da mache ich dann lieber jetzt den Schritt und mache einfach den einen Ton auf Null und gucke dann, ob ich hier halt mit einer externen Tonspur die dann einfach drunter lege. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt quatschen wir erstmal mit dem Händler hier, der uns wahrscheinlich Schwefel anbietet. Werden wir mal sehen, ob das klappt. Ihr wollt sicherlich Schwefel. Ich werde euch jedoch keinen verkaufen können. Toll, warum steht er? Lordhof hat uns ausdrücklich verboten, Schwefel zu verkaufen. Wo kommen wir denn hin, wenn man keine freie Marktwirtschaft betreiben kann? Ja Gott, der Schwefel wird uns auch so reichen, oder? 10.000 kriegen wir doch schon hin. Egal, sofern ihr wirklich Schwefel braucht, gibt es eine Mine in der Umgebung. Sie soll am Wasser liegen und der Zugang soll von einem Stein versperrt sein. Aber das habt ihr nicht von mir. Ach, sehr gut. Danke für den Tipp. Das ist cool. Am Wasser liegen, gibt ja zum Glück nicht viel Wasser hier. Danke, werter Herr, das ist sehr hilfreich. Gibt ja zum Glück nicht viel Wasser und von einem Stein versperrt. Gibt ja auch nicht viele Steine hier. Ja. Also irgendwo hier wird wahrscheinlich ein Weg sein. Guck mal, was ist denn hier? Dario, das hat sich Dario hier alles noch gar nicht richtig angeguckt. Ja. Was ist denn da los? Ja, mein Gott. Hier geht's, wieso kann er hier denn nicht weiter? Ach, da ist die Mauer, ne? Ach ja, da war ja was. Okay, von einem Stein versperrt hier unten am Wasser. Na Mensch, wo soll denn das noch sein? Gibt's ja nicht so viel eigentlich, ne? Nee, alles den Stein meinen sie bestimmt nicht. Was? Schon? Gott, seid ihr fix. Das ist ja Wahnsinn. Natürlich. Ja, hier gibt es auch noch natürlich viel Wasser und viele Steine. Ich gehe einfach mit Pilgrim mal erstmal hier runter. So, da kann er erstmal hier unten gucken, ob er, vielleicht hier noch irgendwo einen Stein finden, der hier rumliegt. Hier oder so. Ansonsten, ja, hier wird nichts mehr sein. Hier oben ja auch nicht. Kann ja eigentlich nur in diesem Mittelbereich hier sein, ne? Guck mal, was ist denn hier? Hier kommt da nicht hin, weil hier ist aber eigentlich ein offenes Tor. Da müsste man eigentlich rankommen können, ne? Ja gut, wir schauen mal. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Theoretisch. Ja, es wird irgendwo hier einen Stein geben. Guck mal, was ist eigentlich hier los? Kann man hier noch weiter durch? Hier sind auch ganz viele... Sehr wohl. So gut ich kann. Guck mal hier.
Gut. Nee, das macht aber nicht Dario. Der ja. Dario bleibt hier. Ich hole mir mal hier einen Leibeigenen ab. Ihre Steuern. Der hier ein irgendwo theoretisch rumlungern sollte. Nein. Die Steuern sind untragbar hoch. Ja, so soll das auch sein. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Aufnahme alles so gut geht. Aber ja, warum nicht? Warum sollte es nicht gut gehen? Wir sind auch Profis. Und es wundert mich echt, dass das nur bei Siedler 5 so ist. Also ich habe gedacht, na, vielleicht noch irgendwo bei einem anderen Spiel. Nö, nur Siedler 5. Bin ich ja eigentlich ganz froh drum. Ah, ein Leuchtturm. Bin ich ja eigentlich ganz froh drüber, aber im Endeffekt ist es natürlich auch immer doof, dass das überhaupt passiert, ne? So viel. Ach, guck mal hier. Da ist ein Stein. Aber da komme ich ja nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Da wäre ein Stein, den wir kaputt machen könnten. Aber das ist ein bisschen schwierig. Da unten ist ein Leuchtturm. Und hier gibt es auch eigentlich keinen Weg, ne? Hier sind jede Menge Steine, aber da kommt man auch nirgends mehr lang. Nö. Hier gibt es keinen anderen Weg. So, was ist mit dem Leibeigenen hier? Wenn's denn sein muss. Der. Ja, weiß nicht. Der kann jetzt hier ein bisschen Holz fällen. Aha. Okay. Ja, mal sehen. Ich kann natürlich auch mal gucken, ob man vielleicht hier Meteorologie und Wettervorhersage erforschen kann. Kann man auf jeden Fall. Und ob man damit dann vielleicht sogar was Schönes hinbekommt. Nämlich, während ich das schon mal erforsche hier, nämlich den Winter. Das wäre doch eine tolle Sache, oder? Das ist Wucher. Wieso fehlt denn immer noch ein Wohnhausplatz? Was ist denn da schiefgelaufen? Okay, du kommst hier nicht durch, Pilgrim. Gut. Wird gemacht. Wo gibt's hier noch mehr Wasser? Es ist Zahltag. Irgendwo am Wasser soll ein Stein den Weg versperren. Heureka. Ich hab doch jetzt schon alles hier oben nicht. Aber hier oben geht's ja auch nicht wirklich ins Gebirge. Also da geht's ja nur ins Gebirge, da ist ja kein Wasser mehr. Und hier unten? Nee. Oder? Sehr wohl. Ja. Soll hier noch was sein? Ich geh da mal gucken. Kann ja sein, dass da doch was ist. Okay, ersten Tribut können wir theoretisch aber schon sein, ne? Vielen Dank für das Gold. Es wird uns von Nutzen sein. Jedoch benötigen wir auch noch 10.000 Einheiten Eisen. Na klar. Na klar. Es ist natürlich ganz lächerlich. Auch noch 10.000 Einheiten Eisen. Warum nicht? Sonst kein Problem. Ha. Ich finde das nicht. Ich bin zu doof dazu. Ich war noch nie ein Wimmelbildspieler übrigens. Ach, guck mal, Schatzkiste. Gut. Ja, okay. Gut. Die brauchen 10.000 Eisen, haben aber 2.000 Eisen schon bei sich selber rumliegen. Sehr gut. So gehört sich das. Ja, wir sind ja hier dabei, fröhlich. Und ich denke, sobald das hier erforscht. Ach, ist schon erforscht. Ach so. Ja, dann können wir doch schon mal eigentlich hier Wetterturm und sowas bauen, ne? Hier hin, in die Ecke. Und dann da hätte ich eigentlich auch nicht das Wohnhaus ausbauen müssen, weil dann, ach, naja, was soll's. Müssen wir sowieso noch ein neues Wohnhaus bauen und wahrscheinlich auch einen neuen Bauernhof, einen zusätzlichen. Damit wir alle Leute unter einen Hut bekommen. Bessere Rüstung, Fließrüstung, ja, warum nicht? Machen wir mal. Hier können wir auch noch Platten. Achso, wir brauchen ja 10.000 Eisen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, gut. Sparen wir erstmal auf Eisen. Ach, hier. Was das denn? Ja. Was ist denn mit dir, Kollege? Nein, nein, nein. Das Tor bleibt geschlossen. Wieso? Was befindet sich dahinter? Nichts, das dich zu interessieren braucht. Okay. Also, ich schütze mal die Schwefelmine. Flieg! Du zeig uns, was du siehst. Will ich mal fast vermuten, ne? Eure Gelehrten. So, Herr Falke. Herr Falke fliegt und fliegt in die falsche Richtung. Sehr gut. Da sehen wir jetzt genau gar nichts. Okay, hier kommt man also irgendwann wahrscheinlich durch, würde ich mal so ganz grob vermuten. So, neue Technologie. Das heißt, wir können jetzt auch hier ein Wetterkraftwerk hinsetzen. Die 10.000 Schwefel, das kriegen wir doch nicht ganz zusammen, glaube ich.
außer die veredeln hier noch ein bisschen was. Aber müssen sie sich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen hier. Ein bisschen, ne? Wenn ich darum bitten darf. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nee, ich glaube, wir brauchen Bauernhof. Kannst nicht Feierabend machen. Und eine Taverne ausbauen. Geht auch. Bauen wir noch einen Bauernhof hier hin, Wohnhaus. Und bauen den Bauernhof aus hier, den auch. Einfach mal, das war, weil wir es können, ne? Weil wir es können, machen wir das. So einfach ist das Ganze. So, Pilgrim baut hier mal eine Kanone hin. Dann sehen wir nämlich das Gebiet auch ein wenig ein. Gut. Dann können wir nämlich, ja, haben wir hier mobile Außenposten. So, dann flieg doch mal hier runter, mein lieber Falke. Und schau dich hier mal um. Ha. Ich glaube, da wollte jemand nicht, dass, dass wir das Gebiet schon einsehen können. Ist ja doof. Ich will doch gucken, was da ist. Ist ja frech. Na, vielleicht kommen wir von hier ran. Ne, ich glaub's aber nicht. So, Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir nämlich ein Wirtshaus. Sehr schön. Und ihr helft hier ein bisschen beim nichts lieber als das. Holzfällen. Ach, kommt er hier schon hin? Nee, kommt er noch nicht. Aber er kann hier noch ein paar Bäume fällen. Naja. Wir machen da alles ratzegal. So, Taler, Lehm und Stein. Zack, zack, zack. Wir haben auch 10.000 Eisen, die wir theoretisch hinblättern könnten, aber ich will mir trotzdem einen kleinen Puffer noch ansparen. Flieg! Einfach zeig uns, was du siehst. Für den Fall, dass wir dann plötzlich selber noch Einheiten rekrutieren müssen. So, sehen wir denn von hier etwas? Aha. Da ist noch immer noch der Weg. Hm. Okay. Ich sehe es immer noch nicht. Na gut. Vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo hier der Stein sein soll, den wir wegspringen können, damit wir hier hochkommen. Sehe ich alles noch nicht so richtig. Wir sind auf jeden Fall hier. Können wir Winter machen? Ja, wir können tatsächlich einen Winter herstellen. Herstellen vor allem. Ja, wir können einen Winter herstellen. Wir könnten den Winter herbeirufen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Dann können wir nämlich auf jeden Fall auf die andere Seite rüber und schauen da mal, was uns dort erwartet. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Alles weg? Schon? Ja, dann hier Eisen. Ja. Haut er das Eisen auch noch weg? So. Haben wir ja sonst nichts weiter zu tun. So. Hier haben wir schon geguckt, ne? Dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter nach hier. Seid gesegnet. So, Dario, gucken wir mal, was dein Falke so sagt. Aha, ein Gutshof. Dann sind hier die Schwefelminen von denen. Ah, noch ein Ballisterturm und Wohnhaus. Okay, und noch ein Gutshof. Okay. Dann scheinen die hier tatsächlich ihre Schwefelmine und so weiter zu haben. Cool. Gut, sehr schön. Gut zu wissen. Geht nicht zu nah dran. Gut zu wissen. Bing. Haben wir jetzt hier schon mal die Kanone. Und können wir in den Winter rufen. Ich speichere vorher. Also ich zeige einmal vorher. Wir speichern dann mal. Goldene Rätsel haben wir ganz viele Spielstände. Und speichern wir mal hier. So. Und dann hier. Wetterturm. Einmal Winter. Bitteschön. Scheint tatsächlich zu funktionieren. Hier ist ein Typ. Da ist ein Typ. Ach, guck mal hier, Schwefelschacht. Ja. Tatsächlich. Okay, sehr geil. Nichts lieber als das. Und wo ist jetzt hier der Stein? Hier oben? Ah, hier. Okay. Ja, ist gut, wenn ihr meint. Gut zu wissen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, da bin ich natürlich jetzt nicht drauf gekommen. Ich dachte von denen aus, aber hier ist bei uns ein Weg versteckt. Das ist ja ganz pfiffig gemacht. Das ist ja pfiffig gemacht. Muss ich sagen, sehr schick. Coole Sache.
So, und dann geht Pilgrim natürlich gleich mal hier runter und guckt sich da unten um. Und Dario lässt noch einmal den Falken hier fliegen und wir gucken, was wir hier sonst noch so haben. Wir brauchen ein Wohnhaus. Kriegen wir hier, Bauernhof kriegen wir hier natürlich nicht hin. Moment. Dann bauen wir erstmal hier ein Wohnhaus hin. Nicht genug Essen. Ja, so, was sagt der Falke? Ach, Kathedrale, Marktplatz. Hä? Okay, ganze Wirtschaft von denen. Okay, Pilgrim ist auf dem Weg, der guckt sich hier nochmal um. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ja, also. Betrachtet die Sache als erledigt. Nee, hier ist sonst nur Eis. Ja, ist gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Nee, Moment, man kommt hier hoch. Okay. Ich hab getan, was ihr wollt. Warte mal, dann du musst dann hier auch hoch. Na gut. Du gehst hier dann auch hoch. Sicher dann. Bis hierhin kommt da. Okay. Na, dann werden wir mal gucken, ob wir hier einen Hintereingang aufmachen können. Sehr schön. Wird erledigt. Wie viel sind da? 6000. Ach, Jesus Maria. Jesus Maria. Okay, dann geht ihr mal lieber hier zum natürlich. Schwefelhacken. Da bauen wir aus, natürlich. Das bauen wir auch aus. Und Dario kommt dann mal hier runter zu dem netten Herrn. Wie ihr wünscht, mein Herr. Alchemisten und quatscht mal mit dem. Guck mal hier. Kommen wir doch tatsächlich rein. Das könnte ein bisschen lauter Hallöchen. Guten Tag. Wir sagen mal kurz Hallo. Ja, ist gut. Da habt ihr doch nichts gegen, oder? Nö, 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 nö. Warum sollten sie? Ja. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Stein. Warum habe ich... Warum bin ich nie auf die Idee gekommen, den kaputt zu machen? Ja. Kann mir das mal einer erzählen? Ach so, weil ich da auch nicht dran gekommen bin. Okay, verstehe. Okay. Schon verstanden. Das Gebäude. Verstanden. Oh, ein Geologe. Ah, ihr habt die Schwefelmine gefunden. Kaum jemand weiß von dieser Mine. Doch mein Job als Geologe ist es, die ganze Landschaft zu kennen. Richtig. Geologen sind halt nun mal die coolsten, ne? Gibt es noch andere Dinge, die kaum jemand weiß? Vermutlich, dass da ein Pfad ist. In der Tat. Hier in der Nähe gibt es einen versteckten Pfad nach Lordhof. Der ist aber nur erreichbar, wenn der See zugefroren ist. Wie auch immer, ein geheimer Pfad nach Lordhof nützlich sein soll. Lordhof, da ist so viel Of und so drin. Jo, sehr gut, den haben wir sogar selber schon gefunden. Liegt vielleicht daran, dass ich selber Geologe bin, ne? Vielen Dank für die Information, gut zu wissen. Geheime Pfade entdecken ist schon immer mein Ding gewesen, sagt der Mann, der den offensichtlichen Pfad direkt an der eigenen Siedlung nicht gesehen hat. Richtig. Das sagt der Mann. Gut. Ja, ich weiß aber auch noch nicht, was soll mir dieser geheime Pfad jetzt hier bringen. Kommen wir hier jetzt irgendwie weiter? Sind wir jetzt hier hinter den Toren? Nö. Hier sind wir doch genauso eingesperrt. Wo sollen wir denn hier durchkommen? Wird gemacht. Verstehe ich jetzt gerade noch nicht, das Ganze. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Oder gibt es hier noch einen weiteren geheimen Pfad? Weil ich meine, was bringt es uns jetzt, dass wir hier sind? In diesem Mittelgang? Ist auch vollkommen unsinnig. Vollkommen unnötig. Ja gut, was soll's. Pilgrim, stell da mal eine Kanone hin. Wir haben hier einen Leibeigenen. Der, ja, weiß nicht. Ach, der fällt dir erstmal Holz. So, aber einen weiteren Pfad gibt's nicht, ne? Gibt's noch einen weiteren Pfad hier? Hier sieht so fast so aus. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Na, ich glaube aber nicht, dass wir hier weiterkommen. Zu hoch sind. Ich glaube nicht, dass es hier noch einen weiteren versteckten Pfad gibt. Das wäre wahrscheinlich doch ein bisschen viel, oder? Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber cool, versteckte Pfade und sie sind tatsächlich mir bislang nicht aufgefallen. Das verspricht auf jeden Fall was Gutes zu sein. Das ist auf jeden Fall eine echt gute Sache, wenn die mir noch nicht auffallen. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen jetzt eine sehr gute Menge Schwefel schon zusammen. Hier, genau, Architektur, Ausbau von Wohnhäusern und so ein Gedöns. Tribute, 2000 Einheiten Schwefel damit gratis. Okay, 10.000 Eisen, um Lordhof milde zu stimmen. Die greifen doch eh nicht an, oder?
sprecht mit dem Bürgermeister von Kratos. Na, das haben wir ja im Prinzip schon gemacht. Die Banditen in den Bergen. Ja, aber es ist auch völlig egal, was mit den Banditen in den Bergen war, weil die sind doch jetzt nicht mehr aktuell, sage ich mal. Sind ja schon ein wenig, ja, abgegolten. Ein wenig. Der Sommer steht kurz vor der Tür. Ja, genau, das ist doch schön. Ein wenig fern von Gut und Böse, möchte ich sagen. So, Pilgrim steht hier einfach so rum. Sehr schön. Die sind hierbei. Sobald das hier abgebaut ist, kriegen wir hier nämlich mit etwas Glück einen Bauernhof hin. Mit etwas Glück, sage ich. Kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert. Ist eine ganze Menge Schwefel da drin, ne? Cool. Der Sommer kehrt. 54.000, da können wir also auch lange, lange, lange von überleben. Mehr als wir brauchen. Oh, und wir sollten vielleicht tatsächlich mal so langsam die Motivation ein bisschen hochtreiben wieder. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, 10.000 Schwefel haben wir ja bald. 10.000 Eisen haben wir auf jeden Fall schon. Ich gehe auch mal hier noch ein bisschen forschen. Einfach, damit wir alle Forschung irgendwann erledigt haben. Hier, Fährten lesen. Echt mal. Die Forschung mache ich nie. Fährten lesen vergesse ich irgendwie immer. War ja auch nie so wirklich, ist auch nicht so die sinnvolle Forschung. Ne? Weiß nicht. Sichtweite von Leibeigenen. Wann geht man schon mit leibeigenen Kundschaften? Das passiert nicht häufig. Super, das hat jetzt wunderbar funktioniert, echt. Geschafft. Muss dir einmal die Aufnahme neu starten. Super, das da gerade. Klasse. Man sollte nicht YouTube auf. Aber ich hatte YouTube gar nicht auf. Kam, ich weiß nicht, ob das jetzt im Video kam, die Einblendung, was ich vor kurzem anschaue oder wie auch immer, aber. Naja, kam gerade irgendwie und dann bin ich gerade auf den Desktop gerutscht. Ja. Nicht so wichtig. Wir sind hier schon. Ach komm, Rohstoffe finden, machen wir einfach mal die Forschung. Wir wollen alle Forschungen mitnehmen. Selbstverständlich. Wenn wir das schon können. Eure Gelehrten neue Technologie haben eine neue erforscht. Technologie erforscht. Ja, und die veredeln hier auch echt gut. Echt sehr, sehr stark. Technologie ist abgeschlossen. Und wenn wir dann das hier erforscht haben, können wir die Stollen natürlich weiter ausbauen. 10.000 Lehm, okay. 15.000 Holz, okay. Und es sind sogar ziemlich viele Sachen veredelt. Ja, 500 Eisen, 600 Schwefel. Zack. Macht doch nichts. Bessere Rüstung für Scharfschützen. Ja, klar. Machen wir auch. So, hier, Sabotage. Ne, Fackeln erstmal. Machen wir auch. Das machen wir auch. Die ganze Kette einmal durch erforschen, weil wir haben jetzt ja Rohstoffe ohne Ende. Und dann kann ich auch echt gleich die 10.000 Eisen abtreten. Das noch schnell erforschen. Ja. Achso, genau. Und dann hier. Ach, das braucht Chemie. Das wahrscheinlich auch hier. Sehe ich das richtig? Ja. Aber Lehmgrube nicht. Hä? Okay, habe ich mich verguckt. Wofür wir brauchen Warten an Architekturen? Nur für die Häuser? Das lassen wir uns nicht anscheinend. Anscheinend nur für die Häuser. Okay. Guckt euch das mal an. So sah es aber lange nicht mehr aus hier. Forschungsmarathon heute. Sehr stark. Da erforschen wir gleich alles, was geht. Ja, so sah es echt lange nicht mehr aus. Cool. Achso, hier. Schießpulver. Können wir auch noch erforschen. So. Dann sollten wir aber auch fast alles haben. Denke ich. Achso, hier. Und den hier natürlich auch. Ja, schweren Scharfschützen, nee. Die lasse ich tatsächlich mal. Die braucht man nicht. Okay, neue Technologie, aber es ist nicht Chemie gewesen. Natürlich nicht. Es war hier in der Feinschmiede. Wir haben 12.500 Eisen. Na komm. 10.000 ja, Eisen für Lordo. Vielen Dank für das Eisen. Wir sind nun zufrieden. Und werden wahrscheinlich gleich angreifen. Natürlich. Warum sollten sie auch nicht angreifen? Könnte ja passieren. Das wäre mal ziemlich dreist, wenn ich sage, oh, danke für die ganzen Geschenke. Jetzt haben wir alles, um unser Heer nochmal stärker zu machen und alle platt zu hauen. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen. Wäre mal eine ziemlich freche Mission, wenn man den Gegner selber stark macht.
selber dafür sorgt, dass der Gegner stark genug ist, um dann erstmal die ganzen Angriffe zu fahren. Ich hoffe einfach, dass das hier in dieser Mission nicht der Fall ist. Aber wäre mal ganz witzig. Wäre auf jeden Fall mal ganz lustig. Ich frage mich, warum es heißt, die hier haben die bessere Wirtschaft. Die haben doch viel mehr Wirtschaft. Oder war es umgekehrt? Wer hatte mehr Wirtschaft? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wer mehr Wirtschaft hatte, aber ich dachte, die hier hätten mehr Wirtschaft. Ich dachte, Lordof hätte bessere Krieger und Kratos bessere Wirtschaft. Aber wenn die hier unten Banken und alles Mögliche haben, dann haben die, glaube ich, noch ein bisschen mehr Wirtschaft. 4000 Schwefel da auch noch. Halleluja. So, dann können wir jetzt alles ausbauen. Das ist nice. Mache ich ja selten genug, dass wir das auf die höchste Stufe ausbauen. Aber heute ist mal Zeit. So, soll ich die dann abreißen, die Uni? Nö. Bislang tut es nicht Not, ne? Weil wir erreichen unser Truppenlimit nicht. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch erreichen. Heute sowieso nicht. Aber in dieser Mission. Und falls wir das dann eh nicht erreichen, ja dann. Dann ist es auch egal. Dann können wir ja stehen bleiben und weiter fleißig Steuern zahlen. Das wäre ja jetzt auch nicht das Verkehrteste. Oder das Feldschlichtste. Da ist wieder die deutsche Sprache, wo man wieder sich ein paar neue Worte selber basteln kann. Das ist wieder schön. Es gibt nicht genug zu essen. Das ist wieder das typische Problem. Aber das seid nur ihr. Nee, ihr seid nicht nur ihr. Es sind auch hier noch ein paar Leute. Okay, hier bauen wir hier die Mühle ein bisschen weiter aus. Achso, hier auch vielleicht? Ja, ich glaube, den Bauernhof müssen wir auch ausbauen. Könnte durchaus sein. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, das Wohnhaus bauen wir auch nochmal aus. So, 5000 Schwefel haben wir etwa. Na kommt, Leute. Da geht noch was. 10.000 müssen wir haben. Also nochmal ein bisschen veredeln, bitte. Nochmal ein bisschen nachlegen. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, was danach kommt. Danach wahrscheinlich 10.000 Stein. Die hätten wir locker. 10.000 Holz hätten wir auch. Falls sie 10.000 Taler wollen, hätten wir auch. Nur 10.000 Eisen, die müssten wir dann auch erstmal wieder besorgen. Aber alles kein Problem. Wir haben ja noch 100.000 im Schacht, oder wie war das? Ja. 119.000. Ausbau abgeschlossen. Nee, 111.000. Ach Gott, ich hätte nur noch 111.900. Klar, das ist natürlich echt wenig. Ja, dann kommen wir auch so langsam zum Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit dieser neuen Methode noch ein bisschen besser hinkriege. Großes Schweigen. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme dann funktioniert. Oder die Aufnahme hat ja immer funktioniert, aber dass es dann auch mit dem Schneiden keine Probleme mehr gibt. Ich habe nämlich gehört, es soll daran liegen. Oder ich habe auch ein bisschen mich nochmal schlau gelesen. Also was ich auch vorher vermutet hatte, es kann wohl daran liegen, dass wir keine feste FPS-Zahl haben hier beim Aufnehmen. Es rutscht immer hoch und runter. Und manchen Schneideprogrammen, zum Beispiel auch DaVinci Resolve, macht das dann ein paar kleine Problemchen. Und da ist auch noch mehr ein Videoprogramm, also ein Bildprogramm ist und kein Audioprogramm, kann das dann sein, dass es mit Audio manchmal Probleme hat. Wobei ich auch andere Programme runtergeladen habe und die haben mit der Audiospur genauso viele Probleme. Nein, sogar noch schlimmere, die spielen es nicht mal richtig ab. Also von daher, ich hoffe einfach, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Mal sehen. Gut. Dann hoffen wir mal. Hier muss ich mal ausbauen noch. Das habe ich vergessen. Doch, da ist eigentlich noch genügend Bauernhofplatz, ne? Okay. Na gut. Dann weiß ich nicht. Hier habe ich auch alles ausgebaut. Ich weiß nicht, wo die Bauernhofplätze fehlen. Aber hier fehlen eigentlich nur 7. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wo da noch was fehlt. Ist mir auch egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.